Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal. Wir wollen uns heute mal ein VR-Spiel anschauen auf der PlayStation VR 2, und zwar Kajak VR Mirage. Ein Spiel, wo wir praktisch ja mit dem Kajak unterwegs sind. Ich habe schon das Tutorial gespielt und kann ich sagen, wie ihr das auch hier sehen könnt, sieht wirklich grandios aus. Gerade hier das Wasser, wirklich sehr, sehr schön gemacht. Wichtig heute vielleicht einfach mal zu sehen, wie das Ganze in Bezug auf Motion Sickness aussieht. Gab ja einige Leute, die gesagt haben, gerade bei ja, Kajak VR Mirage, dass es da eben doch etwas schlimmer ist, was Motion Sickness angeht. Und da denke ich, bin ich ein ganz guter Gradmesser, denn ich bin einer, der nicht so viel VR spielt, sondern eher gelegentlich. Und da denke ich, bin ich ja, wie gesagt, ein guter Gradmesser dafür, ob das Ganze wirklich so schlimm ist oder nicht. Hab mir jetzt erstmal als erste Location hier die Antarktis ausgesucht, im freien Fahren, und würde sagen, paddeln wir einfach mal los, schauen uns das Ganze mal an hier. Ich habe in den Einstellungen die Komforteinstellung nicht gewählt, das heißt, man kann die Controller noch fixieren am Paddel, das wollte ich nicht. Ich habe das Ganze einfach mal freigelassen und ja, entschuldigt, wenn ich dann irgendwann mal hier während der Tour vielleicht etwas außer Puste bin. So. Okay, gibt sogar, man hat sogar die Möglichkeit, mit dem Paddel auf die Eisscholle drauf zu hauen. Sehr, sehr schön. Tja, hier vorne sind wahrscheinlich Pinguine, wie das Ganze aussieht. Oder so, wie das Ganze aussieht. So, dann gehen wir mal davor, beziehungsweise paddeln davor. Ja, habe schon einige Spiele auf meiner PlayStation VR 2 ausprobiert. Unter anderem habe ich gespielt Pistol Whip. Ich habe gespielt Synth Riders. Da wird es wahrscheinlich auch noch mal das ein oder andere Let's Play dann geben. Was ich noch nicht ausprobiert habe, ist Horizon Call of the Mountain. Das Spiel habe ich ja praktisch im Bundle dazu bekommen. Nur habe ich das Ganze noch nicht ausprobiert. Gran Turismo habe ich schon gespielt. Ein wirklich sehr, sehr geiles Spiel in VR. Ja, und ich kann euch sagen, Paddeln ist ganz schön anstrengend. Es geht ganz schön auf die Arme, wo man eigentlich gar keinen Widerstand hat, was man ja sonst beim Paddeln hat, wenn man da real unterwegs ist. Aber auch hier durch die ganzen Bewegungen. Ja, man ganz schön zu tun hier. Ja, grafisch wie gesagt, lassen wir uns mal kurz ein bisschen fahren hier. Sieht das Ganze wirklich absolut hervorragend aus. Kann sich überall wirklich umsehen. Tracking-technisch auch alles wunderbar bisher. Hatte tatsächlich immer abends mal etwas Probleme mit dem Tracking, wenn es dann etwas wahrscheinlich zu dunkel war oder vielleicht auch der Fernseher zu doll geblendet hat. Sind außerhalb der Grenzen. Das wollen wir natürlich nicht. Okay, hat es uns automatisch zurückgesetzt. Ob wir da drüben lang kommen. Na, wir versuchen es einfach mal. Ja, wie gesagt, also tracking-technisch sonst alles hervorragend bei allen Spielen, die ich bisher spielen konnte. Lediglich halt abends, wie gesagt, wenn der Fernseher etwas zu sehr vielleicht geblendet hat, gab es immer mal so kleinere Einblendungen. Schon gelesen, dass das häufiger vorkommen soll. Ja, man hat hier wie gesagt verschiedenste Locations, wo man halt unterwegs sein kann. Ich hoffe, ihr hört das Knacksen nicht. Hab mir ja so einen krassen Campingstuhl in die Bude gestellt, wo ich gerade drauf sitze. Um halt mal ein bisschen zu paddeln. Ja, kostet glaube ich aktuell 24 € das Spiel hier. Kajak VR Mirage, habe mir das Spiel gekauft. Ob man das jetzt natürlich unbedingt haben muss, weiß ich nicht. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ansonsten, wenn man einfach mal ein bisschen paddeln möchte, vielleicht für ein bisschen Workout oder einfach mal abschalten möchte, ist dieses Spiel wahrscheinlich ganz gut geeignet. Eigentlich habe ich gedacht, wir sehen mal noch so ein Schwertwal hier. Aber bisher habe ich hier noch nichts entdecken können, habe aber irgendwann mal im Verlauf einiger Let's Plays gesehen, dass es wohl sowas gibt.
Oh, da vorne. Das sieht doch verdächtig danach aus. Da wollen wir doch mal hin. Komm mal her, ja. Schwimm nicht weg, du Aas. Ja, also ich muss sagen, bin ja jetzt schon hier so einen kurzen Augenblick unterwegs. Habe jetzt noch keinerlei Probleme mit Motion Sickness, das kann ich euch schon mal sagen. Also da läuft alles noch ganz gut. Weil es ja, wie gesagt, einige Leute gab, die davon berichtet hatten. Außer dass ich mir ja regelmäßig mit dem Controller aufs Knie haue beim Paddeln. Ja, sieht wirklich ganz schick aus. Jetzt haben wir natürlich den Schwertwall leider nicht finden können hier. Wir können ja mal schauen, dass wir uns vielleicht noch ja mal eine zweite Location anschauen hier. Können wir uns mal anschauen, was wir auch alles im Menü zur Auswahl haben. Antarktis, da waren wir ja gerade. Dann haben wir noch die Möglichkeit, nach Norwegen zu gehen, Costa Rica, Australien. Ja, und das war es anscheinend schon. Nehmen wir einfach mal Costa Rica. Strand oder Dschungel. Dann nehmen wir mal den Dschungel, mal ein bisschen was anderes als Kontrast. Ja, sieht wirklich richtig, richtig geil aus. Ohne Scheiß. So, wie gesagt, also Motion Sickness technisch sieht das Ganze ganz gut aus. Wie das dann natürlich ist, wenn man das Ganze dann etwas länger spielt am Stück, das weiß ich nicht. Aber jetzt hier so die ersten Anfänge, die ersten paar Minuten habe ich damit jetzt keinerlei Probleme. Und ich hatte es ja schon eingangs des Videos erwähnt, tatsächlich, ja, dass ich jetzt kein regelmäßiger VR-Spieler bin oder kein VR-Enthusiast bin, die da wahrscheinlich gar keine Probleme mehr mit haben. Deswegen denke ich, bin ich da ein ganz guter Gradmesser, wenn ich euch sage, dass ich da aktuell keine Probleme habe. Ja, wie gesagt, die Farben sind halt unglaublich und auch so grafisch richtig, richtig gut gemacht. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob man es hört, so ein bisschen außer Puste bin ich schon. Ja, sicherlich auch ein gutes Workout hier. Abstoßen, auch das funktioniert tatsächlich. So, dann wollen wir noch mal ein bisschen hier hineinpaddeln in den Dschungel, damit wir das Ganze auch noch mal so ein bisschen sehen hier aus der Nähe. Sieht wirklich richtig, richtig geil aus. Ja, also wie gesagt, für Leute, die an sowas Interesse haben, sicherlich einen Blick wert. Ja, ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von den kurzen gezeigten Szenen hier haltet. Gefällt es euch? Wäre das was für euch? Oder sagt ihr, ja gut, Kanufahren ist jetzt oder Kajakfahren ist jetzt gar nichts für mich? Das würde mich tatsächlich mal interessieren. Mir war es einfach mal wichtig, dass ich euch mal ein bisschen ja, Bewegtbild zeige aus diesem Spiel, vor allem halt in Bezug auf das Thema Motion Sickness. Und ja, würde mich natürlich freuen, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr den Daumen nach oben dafür drückt, das wisst ihr. Und genauso freue ich mich natürlich auch über ein Abo für meinen Kanal. Ja, aktiviert auch die Glocke dazu, dann bekommt ihr nämlich immer eine Benachrichtigung, sobald hier ein neues Video online geht. So, paddeln wir noch mal ein Stückchen rein hier. Sehr, sehr schön. Ja, und dann könnt ihr mir vielleicht auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr vielleicht noch auf der PlayStation VR 2
sehen wollen würdet, dann können wir uns das Ganze vielleicht noch anschauen und sage jetzt erstmal danke fürs Reinschauen, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.